Willkommen zurück bei Spellforce 2 Faith and Destiny. Man sieht da oben, ich habe nicht mal meine 80 Leute. Ich werde vielleicht noch mal ein paar Leute nachproduzieren. Aber ich habe es zumindest geschafft. Ihr seht zwar noch ganz viel rot, aber ich habe das große Problem eigentlich so gut wie bewerkstelligt, dass die Gegner nicht mal nachspawnen. Ganz am Ende sind nur noch diese ganzen Gegner übrig und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie stark die sind, aber ich habe das Schlimmste offscreen bewerkstelligen können. Wie gesagt, da steht 58 von 80, obwohl ich 51 Einheiten in meiner Gruppe habe. Das liegt daran, dass ich den Drachen die ganze Zeit nicht in meiner Party mit drin hatte. Und der sehr viel, nicht nur mit den Drachen, sondern scheinbar auch noch andere Einheiten nicht. Also, nicht wundern. Also, da steht irgendwie 51, aber hier steht 58. Das macht schon irgendwie Sinn, ja, aber, Ich hatte irgendwie ganz viele Einheiten nicht in meiner Gruppe drin gehabt. Deswegen ist das jetzt ein bisschen mehr als vorher. Es hat alles geklappt irgendwie nach ein paar Versuchen. Wie gesagt, da oben, die Gegner, die habe ich noch nicht besiegt. Die Eier würde ich gerne trotzdem auch nochmal wegmachen und ich würde vielleicht trotzdem nochmal Leute nachproduzieren und hier rüber teleportieren und dann hier die Feinde da am Ende angreifen, damit ich das Spiel dann wahrscheinlich dann dadurch beende, weil ich glaube, dann ist das nämlich auch vorbei. Und dann sollte es eigentlich ganz gut hinhauen. Genau, hier ist nämlich alles weg. Die ganzen Türme sind hier weg. Hier unten war sogar noch eine kleine Base von denen. Die habe ich dann auch weggemacht. Als ich das hier alles unter Kontrolle hatte, ging das alles. Und hier sind dann noch die ganzen Feinde, aber das sollte auch eigentlich kein Problem sein. Türme sind hier auch, glaube ich, nicht mal gut. Den habe ich jetzt noch irgendwie nicht auf dem Kasten gehabt. Also okay. Ja. Wir werden jetzt nochmal hier die Eier wegmachen. Weil ich nämlich Schiss habe, dass eventuell dann irgendwie die Drachen spawnen und dann gibt es ein großes Problem. Dann kommen nämlich von hinten irgendwelche Drachen und das ist nicht so ganz geil. Deswegen machen wir jetzt hier die ganzen Dracheneier weg, bevor das alles hier dann losgeht. Die machen ja nicht, die wehren sich ja nicht, die Dracheneier. Ich will natürlich noch so ein paar Einheiten hier rüber, also ein paar Bauern rüber teleportieren, damit die hier noch ein bisschen Lenya abbauen. Das geht natürlich, das kann ich machen. Hier sollte ja eigentlich alles safe sein. Trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir jetzt doch diesen Probleme haben werden. Ansonsten, wenn wir das haben, dann werde ich das doch mal machen. Aber ich denke mal, das harte Problem. Das haben wir hier erledigt. So, noch ein paar dran. Also, wenn das wirklich so ist, dass wenn ich dann am Ende diese ganzen Feinde da angreife und dann die bösen Leute dann da die Eier spawnen lassen, also nicht spawnen lassen, sondern die. Okay, habe ich noch ein paar Feinde vergessen. Die bösen Leute dann, dann die Eier schlüpfen lassen und dann kommen die Drachen da raus und dann ist sie irgendwie ein, zwei sind dann irgendwie übrig. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Masse, also das den größten Teil, den sollten wir vielleicht schon vernichten. Sicher ist sicher. Und auch mein Drache hat überlebt, ne? Das ist ganz cool, dass der überlebt hat. Das war aber auch in Hin und Her, ne? Also da, ich musste da komplett concentrated. Musste ich da irgendwie immer wieder hin, zurück. Das war so pingelig, die ganzen Einheiten dann immer auf die Gegner zu fokussieren und so. Und boah, das war echt schlimm. Aber dann hat es irgendwann geklappt. Also ich habe auch eine Menge an Einheiten verloren, also so ist es ja nicht. Achso, das war so. Achso, okay, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Und das genau.
Wie ist dann gespeichert? Das ist ja super. Ja gut, das bringt die Erfahrungspunkte bringen uns jetzt nichts mehr. Also wir sind halt, wir müssen nur noch da diese Viecher da töten und dann sind wir durch. Dann ist das Spiel vorbei. Okay, wir haben das jetzt geschafft. Ich würde sagen, die holen wir uns aber auch noch rüber. Hallo? Irgendwie. Seht ihr das? Ich kann meine Einheit nicht mehr steuern. Was ist das denn für ein Quatsch? Einzeln geht das. Guck mal, einzeln kann ich das machen. Wenn ich die jetzt hier so anklicke, dann. Dann kann ich das nicht. Was? Hä? Was ist denn das denn für ein Bug? Hallo Leute! So kann ich sie steuern. So geht das. Und wir sind jetzt 62? Also irgendwie, vorher hatte ich viel mehr. Das Spiel frisst Einheiten. So? Und wenn ich jetzt hier so mache? Ich kann mit dem Befehl hier, mit dem alle Einheiten anvisieren Befehl hier, kann ich, jetzt geht's wieder. Aber wenn ich die Taste drücke, hier, ich kann, neuer Bug, ich kann, sobald ich die Taste drücke, um alle Einheiten auf der Map anzuvisieren, geht das nicht. Wobei ich sagen muss, eventuell liegt es daran, dass diese Einheiten hier, also es daran liegt, dass die Einheiten hier, warte mal, dass die Einheiten deswegen nicht wollen, weil, ja, genau. Eventuell liegt es daran, dass die Einheiten deswegen nicht reagieren, weil, okay, ja gut, eventuell liegt es wirklich daran. Ah nee, warte, das war mal anders, sozusagen. Ja, das liegt daran, dass die getrennt sind und deswegen nicht reagieren. Okay, ja, dann ist es nicht so schlimm. So. Okay. Dann holen wir unsere Leute nochmal rüber. Und dann greifen wir da am Ende die Leute an. Teleport hierhin. Ja. Dann haben wir das auch. Also wirklich, also ich empfehle euch, also ich meine, ja, wenn ihr natürlich so auf Drachen steht und so weiter und so fort, ne, hier könnt ihr auf dem Drachen reiten und hast mich gesehen, obwohl ich diese Mechanik auch echt so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob die wirklich so cool ist. Dann empfehle ich euch das Spiel trotzdem nicht, aber dann könnt ihr trotzdem hiermit vielleicht so einen Spaß vielleicht haben. Aber das Spiel ist halt einfach verbuggt as fuck, ne? Also das ist echt. Kann ich auch mal alle Einheiten irgendwie reinhaben in den Kreis? Wäre mal ganz nice. So, geht doch. Ist einfach verbuggt, aber so richtig hart verbuggt. Also die Mausruckler, das ist ja nicht mal so das Schlimmste. Aber es ist einfach. Wobei das Mausruck, dem Mausruck, das ist schon das Schlimmste. Alles andere ist ja nicht so richtig, also ist ja nicht so hart verbuggt. Also, ich sag mal so, dass hier so viele Einheiten sind, das ist ja, glaube ich, kein Bug. Das ist, glaube ich, so gebaut. Aber trotzdem ist es super hart, diese Mausruckler dann insgesamt dann das Ganze mal. Also das Spiel ist einfach leider nicht gut. Auch das, die Story ist halt einfach, leider. Nee, es lag nicht daran, dass sie getrennt waren, oder? Doch. Okay, da ist noch einer, der nicht rübergekommen ist. Den wollen wir auch noch haben. Also funktioniert halt der Befehl nicht, ne? Irgendwie, aus irgendeinem Grund. Ich verstehe nicht, warum das so ist, aber den wollen wir auch noch.
Aber naja, also wie gesagt, dieses Kämpfen hier gegen diese ganze massive, gegen die massiven Leute, das ist nicht ohne, das funktioniert aber, wenn man das ein paar Mal versucht. Ja, geil. Du sollst den mitnehmen, also du sollst den mitteleportieren und nicht dorthin fliegen. Also es ist machbar. Wichtig ist dabei, man muss sich durch die Gegner durchprügeln und dann schnell die ganzen Spawn-Gebäude wegmachen, damit das dann halt irgendwie ein Ende hat. Das ist halt wichtig. So, kann ich jetzt meine Einheiten bewegen? Ah, jetzt geht's wieder, okay. So, F9. Dann ist es eigentlich, dann kommen sie zumindest nicht wieder und dann hat es irgendwann auch mal ein Ende. Hey, die Katzen kennen wir. Yeah, woo. Okay, dann würde ich mal sagen, versuchen wir das Ganze. Eventuell kriegen wir das hin. Hier ist Schattenlied. Da hinten ist das Portal. Und hier haben wir so ein paar Level 30er. Level 30er, ja, das, da sind wir halt nicht drunter, aber egal, wir versuchen das jetzt einfach mal. Wir sind soweit. Mein Hauptcharakter ist nicht mal auf dem Drachen drauf. Glaube ich. Aber so relevant ist es diese Mechanik auch nicht. So, das wird jetzt richtig hart werden, ne? Na, so hart ist das gar nicht. Also wir dominieren den. Na ja, gut. Ja. Ich weiß nicht, ob wir wirklich dominieren, aber wir haben so viele Einheiten, dass halt einfach manche gar nicht angreifen können. Gewinnen wir gerade oder verlieren wir? Ich weiß es nicht. Wir verlieren ganz schön viele Einheiten bei diesem fucking Kampf, weil die halt einfach... Oh, ich glaube, wir haben jetzt alle Feinde besiegt. Ist die Trash. Ist hier nur noch. Nur noch der Traumweber da. Produzieren kann man hier ein paar solche Einheiten und dann können wir da nicht mehr. Diese Fähigkeit. Machen wir ihr überhaupt irgendwie Damage? Die hat aber keine grünen Damage-Zahlen, ne? Aber es scheint so zu sein. Ich hoffe zumindest, dass wir das... Ja, machen wir das. So. Ja, der Balken wird kleiner. Auch wenn ich keine grünen Damage-Zahlen sehe, wird das kleiner. Der Drache macht auch durchaus gut das mit dem Brennen. Ja, das schaffen wir. Ich denke mal so, der Drache ist hier der Key, der hier die ganze Zeit da... Ja, aber das geht. Auch wenn das ein bisschen merkwürdig ist. Ja, kriegen wir hin. Und jetzt?
sind alle Feinde tot. Könnte sein, dass es eine laute Cutscene kommt, ne? Also nicht wundern. Kaiserin. Wir kommen zu spät. Nein, nein! Ich kann sie zum Leben erwecken. Nehmt mein Blut, Kaiserin. Nein, nicht. Dein Blut ist der Schlüssel, du Dummkopf. Meine Kaiserin, ich habe euch enttäuscht. Ich konnte sie nicht aufhalten. Und jetzt? Die Ketten sind gesprengt und sein Gefängnis steht auf. Sasut ist zurück. Die Prophezeiung wird wahr. Das Übel nimmt seinen Lauf. Sasut ist frei. Ja. Ey Leute, Sasut ist frei. Ach, come on, das Ende ist so unglaublich beschissen einfach. Das Ende ist beschissen, dieser Teil ist einfach so komplett schlecht. Das ist so unglaublich. Also ich sag mal, also der Teil ist super schlecht. Also da macht nicht mal irgendwie ein Fix theoretisch, der möglich wäre, um diese Mausruckler zu beheben, da irgendwas besser dran. Also, nee, tut mir leid. Ja, dieser Dämon, den wir ja befreit haben, dieser Sasut, eventuell wird er ja in Demon of the Past irgendwie eine Rolle spielen, ne? Demon of the Past, keine Ahnung, was da passiert. Das Detail habe ich auch, aber ich habe den noch nie gespielt. Cool, Fehlermeldung im Hintergrund. Was ist das denn jetzt wieder? Ja, gut. Ja. Ich bin ehrlich gesagt sehr happy, dass wir das hier durch haben. Ist keine Sternstunde von Spellforce gewesen, dieser Teil. Obwohl er am Anfang eigentlich relativ okay war, war am Ende einfach nur noch nervig. Ja, diese Drachenreiter-Funktion, also dieses Feature, die mit dem Drachenreiten so, das haben die ja auch groß angepriesen damals, wo das dann rauskam. Keine Ahnung. Ich habe keine einzige Stelle wirklich gesehen, wo ich diese Fähigkeit wirklich echt hart gebraucht hätte. An dem Punkt, wo diese Spalte war, wo man rüber musste, mit Flugeinheiten rüber konnte und so weiter und so fort, ne, da wäre natürlich diese Drachenreitermechanik irgendwie richtig krass zum Einsatz gekommen. Also da hätte man sagen können, hey, da Flugeinheiten rüber und hast nicht gesehen, aber du bekommst ja eine Teleportation, du kannst einfach alle Einheiten mitnehmen. Ja. Selbst da brauchst du den Drachen nicht. Und das ist halt einfach so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, also der Teil ist einfach leider komplett für den Arsch. Spielt ihr nicht. Wir haben noch Demon of the Past, wie gesagt, dieses Ende, was wir da haben. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auflöst, ob das irgendwie was wird, ob das dann auch irgendwie Sinn hat. Mit dem Ganzen so, hey, diesen Dämon, den wir dann doch am Ende befreit haben, ob das dann irgendwie, ob wir den dann am Ende dann in
Was mich jetzt wundert, da in den Credits steht Juwood Entertainment AG, aber die sollten doch in dem Spiel schon komplett insolvenz gegangen sein und gar nicht mehr existieren eigentlich, aber scheinbar sind die immer noch da. Ja, zumindest vielleicht klärt sich so ein bisschen was in Demon of the Past auf, aber wenn nicht, also dieses Ende ist einfach komplett für den Arsch. Ja. So, was machen wir hier nach? Hier nach diesem Spiel, nach Spellforce 2, Faith and Destiny, machen wir ein, ich sag mal, ein Spiel, was ihr vielleicht nicht so unbedingt erwartet habt, hättet vielleicht. Ich kündige das jetzt schon mal an, weil eigentlich steht zu 100%ig fest, dass ich das mache. Wir spielen ein bisschen D&D, ein bisschen Dungeons and Dragons, aber wir spielen jetzt nicht einfach Dungeons and Dragons, so in dem Sinne, dass ich dann einfach da, ne, ich setze mich an den Tisch und wir machen da so einen schönen Pen Paper und so weiter und so fort. Nee, das machen wir nicht. Wir spielen ein Dungeons and Dragons Game, was eigentlich als Tabletop mal rausgekommen ist, aber auch digitalisiert wurde. Candlekeep. Das spielen wir. Das D&D rund um Candlekeep. Und das ist ganz, ganz lustig, ganz spannend. Habe ich noch nicht durchgespielt, habe ich mal angetestet, ob das ganz cool ist. Das ist eigentlich ganz, ganz schön, das Spiel. Und dann machen wir ein bisschen D&D dazwischendurch. Und dann schauen wir, ob wir danach dann sofort weitermachen mit, nach Candlekeep sofort weitermachen mit Spellforce 2 Demon of the Past. Das wäre nämlich der letzte Spellforce 2 Teil, dann hätten wir zumindest die komplette Spellforce 2 Reihe durch. Das was auch sehr schön ist, weil Spellforce 3 ist zumindest an sich, was Performance und was angeht, es ist halt ein bisschen schöner. Ne? Aber auch was, naja, nicht unbedingt Story, also da gibt es durchaus auch so ein paar blöde Momente, was ich gehört habe, aber zumindest ist das alles ein bisschen moderner. Ja, also das ja. Aber wir haben da auch bei 12 aus 3, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ein komplett anderes Aufbausystem, was ich dann erstmal lernen muss, weil ich da komplett auch nicht durchsteige. Das ist halt für mich ein bisschen komplizierter. Es ist nicht so Age of Empires-like, wie wir das jetzt hier in Spellforce 2 haben und auch in 1 hatten. Es ist mehr so Siedler-Style, wo wir dann die einzelnen Siedler nicht selber steuern können, sondern nur einfach sagen können, wir weisen die den Gebäuden zu und dann werden sie von CPU dahin gesteuert. Also man kann sie nicht direkt selbst steuern. Und dann gibt es da halt auch so ein paar andere Funktionen, wie das mit dem Bauen funktioniert. Dann muss man da irgendwelche Sektoren einnehmen und so weiter und so fort. Hier übrigens das Spellforce Community Beta Team, ja, das hat ja sehr viel hier, Oh, es ist stehen geblieben. Oder sind die Credits hier unten zu Ende? Die Credits halten einfach an und machen nicht weiter. Ja, gutes Spiel. Okay. Also nicht wundern, wir haben jetzt hier einfach, das ist kein Standbild, was wir jetzt hier haben. Die Credits halten einfach nur am Ende an. Ja, also das ganze Aufbausystem ist da anders. Das kann spannend werden, aber wie gesagt, also nach Candlekeep, je nachdem wie lange Candlekeep dauert, wie viele Folgen ich damit mache, werde ich entscheiden, ob wir nach Candlekeep sofort Demon of the Past machen oder ob da noch ein Spiel zwischenkommt. Das kann ich auch nochmal ankündigen. Ein Spiel von den ehemaligen originalen Spellforce-Entwicklern, was nicht mehr existiert, aber durch die Community und auch durch die Erlaubnis von EA wieder zum Leben erweckt wurde. Ist schon ein bisschen länger her, dass das passiert ist, aber es ist offiziell draußen. Battleforge, wer das noch kennt, Battleforge. Das war mal eigentlich ein ganz cooles Strategiespiel, wo man so ein Deck hat, ne, wo man so Deck aus Karten macht und dann quasi die Karten spielt und dann flupp und so. Jetzt bin ich ja eigentlich nicht so mega der Fan von, aber Battleforge hatte irgendwie durchaus so ein Flair. Da war schon irgendwie ganz cool. Da gibt es eine Kampagne. Da gibt es eine Kampagne für Einzelspieler, für zwei Spieler, so ein Koop-Ding und auch für vier Spieler. Ich weiß nicht, ob man zwei Spieler und vier Spieler auch theoretisch Solo machen könnte, aber zumindest
Ich kann mir vorstellen, dass wir dann quasi Quick and Dirty dann vielleicht nochmal so ein bisschen diese Einspieler-Szenarien in Battleforge mal spielen, damit ihr vielleicht auch nochmal seht, hey, Battleforge existiert immer noch, es ist immer noch ein sehr cooles Teil, aber ja, ne, also ich denke mal, also weiterentwickelt, viele Features mit eingebaut werden da wahrscheinlich auch nicht mehr, aber es ist zumindest so, dass man da über einen modifizierten Client spielt, das heißt also die Entwickler, die das da kostenlos natürlich da entwickelt haben und von Grund auf die Serverstruktur komplett neu aufgebaut haben und ja, auch kein Geld mit einnehmen dürfen, was daran verläuft. Also EA hat da so gesagt, ihr dürft das machen, aber ihr dürft nicht mit die Battleforge, also ihr dürft keine Battleforge Points verkaufen. Also das darf man nicht. Also keine Echtgeldtransaktionen gibt es im Spiel. Man kann spenden für das Projekt, aber man darf nicht irgendwie Battleforge Points da kaufen für echt Geld, also das wird auch nicht gemacht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da nochmal reingucken, wenn das mit Candlekeep eher ein kurzes Vergnügen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir das da noch kurz hinten dranhängen und danach, nach Battleforge, also nach Skylos Reborn, so heißt ja der offizielle Privatserver, dass wir es danach dann Demon of the Past machen. Wenn dann aber Candlekeep durchaus eine gute Länge hat, dann kann ich mir auch vorstellen, machen wir schnell nach Candlekeep dann Demon of the Past, dann haben wir dann auch die Spellforce 2 Reihe komplett fertig. Und dann gibt es dann auch erstmal wieder ein bisschen was anderes, dann könnte ich mir vorstellen, können wir nochmal ein Halo machen. Nochmal ein Halo-Teil machen. Und dann, ja, also schön wäre trotzdem, dass wir vielleicht irgendwann komplett die ganzen Spellforce-Sachen dann hinter uns haben, dann können wir nämlich auch andere Spielereien dann mal wieder ein bisschen uns widmen. Also ich denke mal auch, dass es nicht so lange dauern wird, bis wir dann Spellforce 3 auch beginnen werden. Nur mal so ein kleiner Überblick zu dem Ganzen. Ja, dann würde ich sagen, sehr viel gelabert am Ende noch. Ich bin sehr glücklich, mit Faith in Destiny durch zu sein, weil das Spiel echt Schrott ist. Tut mir leid, das ist echt, ne, echt nicht gut. Ich sag mal so, das ist das erste Spiel, was nicht von den originalen Spellforce-Entwicklern gekommen ist, weil ich glaube, in der Zeit hat EA, glaube ich, Phenomic aufgekauft, oder ich glaube, entweder haben die das gemacht, entweder haben die in der Zeit Phenomic aufgekauft und dann hat Phenomic Battleforge gemacht, oder aber Phenomic ist in der Zeit auch pleite gegangen. Keine Ahnung, eins von beiden, also zumindest ist irgendwie so. Aber kann man mal sehen. Phenomic hat zumindest noch irgendwie in einer Art und Weise es hinbekommen, Spellforce irgendwie gut zu machen. Ich meine, Spellforce 2, Shadow Wars und Dragonstorm, also vor allem Dragonstorm war ja mega gut. Also zumindest hat er mega gut funktioniert und war auch eigentlich recht spaßig. Aber Faith in Destiny, das erste Spellforce, was dann eben von Nordic Games, damals noch Nordic Games, das heißt ja jetzt THQ Nordic, gekommen ist. Schrott. Wobei ich glaube, THQ Nordic, also Nordic Games, ist glaube ich nicht entwickelt. Ich glaube, die hießen, die Entwickler, die das gemacht haben, das Studio, das, ich glaube, Nordic Games das nur published. Aber zumindest das Spellforce 3 ist wiederum eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Spellforce 2 jetzt hier, Faith in Destiny, ich hoffe wirklich, dass Spellforce 2 Demon of the Past zumindest diese Mausruck da nicht hat, dann hätten wir zumindest schon mal wieder ein bisschen was Positives. Und dass die Story dann da auch wieder ein bisschen gescheiter ist. Ja. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt. Das habe ich ja schon gesagt, wird Candlekeep sein. Und dann schauen wir weiter, was dann noch so passiert. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.